Da muss ich euch noch was erzählen, was mir letztes Jahr passiert ist. Kommen in die Feichten kommen zwar ein Ehepaar. Und die haben gesagt, sie wollen auf den Gletscher fahren. Und so habe ich ihm eine Tageskarte verkauft, Feichten bei Seeferner hinritt, also retour, für zwei Personen. Alles problemlos fahre ich auf den Gletscher hoch. 3:50 bei der Rückfahrt mache ich den Bus auf. Dann kommt er. Dann sagt er zu mir, er möchte nur sagen, seine Frau fährt nicht mit. Dann sage ich, warum fährt die Frau nicht mit? Dann hat er gesagt, meine Frau, hat er gesagt, ist ein richtiges Eckerl, hat er gesagt. Am Montag gehen wir zum Scheidungsanwalt und lassen entscheiden. Und die Frau darf ich nicht mitnehmen. Die hat weder eine Karte und hat auch kein Geld, um den Bus zu bezahlen. Dann sage ich, Moment einmal. Sie haben eine Karte gekauft, hin und retour für zwei Personen, habe ich gesagt. Das reicht von mir, habe ich gesagt. Die Frau fährt mit. Die Frau fährt nicht mit, hat er zu mir gesagt. Also, obwohl fährt die Frau mit, habe ich gesagt, weil sie haben einen Fahrschein für zwei Personen. Und dann habe ich gesagt, das macht sie so, habe ich gesagt, dann sitzen sie ganz vorne und die Frau ganz hinten. Genauso haben sie es gemacht. Und im Feichten hat sich die Frau dann bedankt, hat sich bedankt bei mir und hat gesagt, dass sie mitgeladen hat, hat sie sich bedankt bei mir. Das war nur wenigstens.